Der Bundesgesundheitsminister, Herr Bahr, das, was da in Bayern gestern von der bayerischen FDP serviert worden ist für den Bundestagswahlkampf, das war nicht so besonders brauchbar. Das war eine bayerische Entscheidung, denn es ging um die Landtagswahl. Alle Analysen zeigen, dass die bayerischen Wählerinnen und Wähler rein entschieden haben, was ja auch richtig ist für die bayerische Wahl. Offenbar ist es der FDP nicht gelungen, die eigenen Erfolge in der Regierung deutlich zu machen. Aber jetzt geht es um Deutschland, jetzt geht es um die Bundestagswahl. Das ist die Woche der Entscheidung. Und da wird die FDP nochmal alles mobilisieren und deutlich machen, dass die CDU natürlich weit von einer absoluten Mehrheit entfernt ist, so wie die CSU es in Bayern ja geschafft hat. Das heißt, eine christlich-liberale Koalition, die diesen Erfolgskurs von Beschäftigung und vielen Arbeitsplätzen geringer Arbeitslosigkeit, ausgeglichenen Haushalten fortsetzt. Das gibt es nur mit einer starken FDP und dafür werden wir jetzt kämpfen. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass der Wahlbürger jetzt glaubt, die FDP hätte eine erfolgreiche Koalition in Berlin gemacht? Weil die Ergebnisse gut sind und die Menschen ja häufig mit ihrer Situation zufrieden sind. Wir haben noch nicht alles erreicht, aber um uns herum, die Länder beneiden uns darum. Die hätten gerne unsere Diskussion, unsere Probleme. Wir haben sehr viel erreicht. So viele Menschen waren noch nie in Beschäftigung. Im Gesundheitswesen, keine Leistung ist gestrichen worden. Wir streiten uns darüber, wie die Überschüsse verteilt worden sind. Wir haben die besseren sozialen Ergebnisse, zum Beispiel die Praxisgebühr abgeschafft. Deswegen brauche ich keine Nachhilfe von Rot-Grün. Wir scheuen die Auseinandersetzung nicht. Es geht Deutschland heute besser. Und das ist wie im Fußball. Eine erfolgreiche Mannschaft sollte man nicht leichtfertig auswechseln, sondern sollte man als Trainer, und das ist der Wähler, wieder auf den Platz stellen. Und wir kämpfen darum, wir werben erneut um das Vertrauen, damit es Deutschland noch besser geht und weiter mehr Menschen auch in Beschäftigung sind. Die Rezepte von Rot-Grün unter Hilfe der Linkspartei bringen uns den Wohlstand nicht, die gefährden den Wohlstand in Deutschland. Soweit Daniel Bahr hier bei Phoenix für ein kurzes Interview. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, soweit die